Ich werde gleich auf die Straße gehen und mir neue Eltern suchen, um diese meinem Freund vorzustellen. Das sind seine Eltern. Die wollen meine Eltern nämlich auch kennenlernen, aber ich, Schussel, habe total vergessen, ihnen Bescheid zu sagen und deswegen suche ich mir neue. Entschuldigung. Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich will Sie gar nicht belästigen, aber ich bin verabredet mit meinem Freund und seinen Eltern. Entschuldigung, ich wollte Sie gerade ansprechen. Ich habe nämlich ein Problem. Ich bin mit meinem Freund verabredet. Der ist extra aus München gekommen. Okay. Ich habe das aber total verpeilt und meine Eltern sind überhaupt nicht in der Stadt. Könnten Sie vielleicht nur kurz irgendwie Hallo sagen, freue mich, dich kennenzulernen und so tun, als wären Sie meine Mama. Der ist morgen wieder weg. Das wäre Hammer. Könnte ich Sie da einfach ganz kurz als meine Eltern vorstellen? Nur so kurz sagen, hallo, ich freue mich und dann wieder weiterziehen, dass der... Oh, nee. Das wäre total lieb. Nee, das kann man ja nicht machen. Das ist nicht gut. Nachher ja. Kommt da irgendwas, also... Ja, das ist... Anna, da bist du ja. Ach, da bist du ja schon. Hi. Run. Wollt ihr schon gehen? Wir sind weg. Dass ihr nur mal kurz Hallo sagt vielleicht. Wir sind nicht die Eltern. Also, Mama! Nee. Also, Mama, das ist doch... Nee. Ah. Oh, nein, also sowas nicht. Dann hol ich die Polizei. Nein. Ich wollte gerade auflösen. Also, soll ich hingehen und sagen? Hallo, ich bin die Rita. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, okay. Ja, cool. Vielen Dank. Das ist total lieb. Wo ist er denn? Der ist da vorne um die Ecke. Ich bin ab Ihre Mutter. Ja, richtig. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Anna. Ich heiße Birgit. Okay. Wie heißt Ihre Mutter? Rita. Gut, also, stelle mich als Rita vor. Die sind da vorne im Café, das ist total lieb von Ihnen. Sind die denn nicht da? Meine Eltern sind nicht da, weil ich das vergessen habe, denen zu sagen. Aber mega lieb von Ihnen. Muss ich denn ja jetzt noch irgendwie was machen? Nee, ich hoffe nicht. Hier im Café müsste der sein. Ah, ja. Sehr gut. Ach, da sitzt du auch schon. Anna. Hey, Anna. Ah, hallo. Da bist du ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, Anna. Überraschung, ne? Hallo. Anna auf der Durchreise. Hi. Ganz Chris. Schnell, ich bin in deiner Mama. Hi, Chris. Schön, dass du da bist. Hallo, Steffen. Birgit. Kollegin heißt du. Mama. Wo ich jetzt hinfahre. Alles Gute. Ich muss ganz schnell weiter. So, ja, so. So. Grüß dich. Habt ihr euch verirrt gehabt oder was? Mein Vater. Hallo. Meine Mama. Grüß Sie. Ach, schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, total. Ja. Hi. Freut mich. Das ist meine Mama. Hallo. Das sind die Eltern von Chris. Ich wusste gar nicht, dass sie dabei sind. Steffen, hallo. Rita. Hallo, Birgit. Das ist ja, ich wusste gar nicht, dass ihr da seid. Wir sind auf der Durchreise. Grüß dich. Cool, hallo. Das ist deine Mutter. Hallo, wir kommen von Hamburg. Hallo, Anna. Ich hab jetzt... keine Zeit leider. Nee. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nein. Ein kleines Eis. Aber okay. Oh, danke, Mama. Danke, das ist so lieb von dir. Was nehmen Sie? Ein Kaffee? Oder sollen wir du? Nein, ich will sagen, ich bin Steffen. Ja. Schön. Genau, ich bin Birgit. Ja, ich bin Rita, ne? Richtig, ja. Aber wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, das sieht man schon, ne? Aus die Augen gleich. Ja. Also sie haben ja so eine bezaubernde Tochter, wirklich. Ja. War sie als Kind schon so oder war sie ein Wildfang? Oh, war schlimm. War schlimm. So, ja, wie so Mädchen sind, ne? Ja. Wo ist dein Vater? Wo ist der Papa? Der muss ja auch noch was erledigen. Kommt er noch? Nee, heute nicht. Ha? Ein kurzes Eis. Aber wir müssen nachher weiter. Wenn Sie die Mutter von dem bezaubernden Mädchen sind, dann wollen wir Sie doch ein bisschen. Ich wusste jetzt auch, ich habe ihr gar nicht gesagt, dass ihr kommt, weil ich wusste ist ja gar auch nicht. Überraschung. Ah ja, das war eine Überraschung. Ja, wir kommen von Hamburg und wollten halt den Jungen sehen. Ne? Ich habe der Mama nur gesagt, wir sagen nur kurz Hallo. Ne? Ja. Ach, wie ja. Schön. Ja. Ach, doch, das ist ein schöner Zufall. Wir haben so eine bezaubernde Tochter. Ja. Sie kommen. Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Meisterleistung. Vor allen Dingen ist sie so ehrlich, das Kind. Und das finden wir ganz toll. Unser Junge sich so ein ehrliches Das sind ja so Sachen, die man nicht kaufen kann und die man nicht sehen kann, ne? Aber es ist trotzdem super mega wichtig. Ne? Wie ist das mit deinem Haus? Ist das wieder in Ordnung mit dem Schimmel und so? Weil das war ja... Ja, ach so, ich hatte das. Ja, hatte ich erzählt. Ja, das ist ja eine langwierige Sache, ne? Ja. Vor allem dieser schwarze Schimmel ist ja noch viel gefährlicher, ne? Oder war das der schwarze? Ich weiß nicht. Jein, das war so irgendwie von jedem bisschen so. Mhm. Anna hat von dem schweren Fahrradunfall erzählt, von deiner Schwester. Von der Steffi, von der... Wie geht's dir denn? Ja. Wird das wieder?
Ja. Aber ich glaube, die ist jetzt wieder zu Hause, kann wieder laufen. Ja, die kann auch wieder fuhren. Hinkt nur ein bisschen, aber es geht noch. Und wie ist es dann mit dem Eislauftraining? Wann kann sie da wieder anfangen? Wenn es kälter wird. Logisch. Du stellst aber auch Fragen. Naja, sie macht das ja, sie wollte das ja schon professionell machen, dass du zumindest erzählst mit dem Eislaufen. Ja, na klar, aber also ich glaube, so bis zum Winter dürfte das wieder okay sein. Ne? Ich denke schon. Wann war der? Lass mich mal überlegen. Anfang des Jahres, ne? Schon so lange? Hm. Ja, die Zeit, ne? Vergeht. Ja. Ja, ich geh mal kurz auf Toilette, ja? Okay. Nee, die ist wirklich toll. Okay. Ja. Tolle Tochter, Mensch. Ja, ich weiß gar nicht, ich hatte euch das schon ja gesagt. Ne? Was denn? Naja, wie gesagt, ist ja auch mein erstes Mal, wenn man so will. Ich hau's einfach jetzt raus. Also, wir wollen heiraten. Oh. Deshalb die Frage, bist du damit einverstanden? Wenn ihr euch gut versteht. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Oder uns. Ja, schön. Und ihr seid auch d'accord. Ihr seid auch d'accord, ja? Da bin ich wieder. Ich musste mir nur schnell die Nase putzen. Was denn? Er hat gerade gesagt. Ich hab's jetzt gesagt. Ja. Hast du es jetzt gesagt? Ja. Nein, das wolltest du doch nicht heute sagen. Ja, aber. Ist aber gut gegangen. Sollten ja auch irgendwie alle dabei sein und jetzt war halt der einzige Zeitpunkt. Hast du ja gesagt? Ja, super. Ich hab ja gesagt, aber komm, dann müssen wir verlängern. Können wir morgen Abend fliegen? Haben Sie hier eine Toilette? Ja, unten. Ja. Geradeaus und links. Und Dankeschön. Kurze Zeit später. Bist du sicher, dass sie nicht, dass sie da durch den Laden auf der anderen Seite rausgeht, ne? Die braucht schon ein bisschen länger, nicht, dass sie sich gerade übergibt oder so. Da ist er wieder. Zeig mich, soll da immer kommen. Hast du das gut gemacht? Ja, sehr gut gemacht. Ich komme echt in den Schwitzkasten. Ja, das merke ich voll. Dass sagt ihnen, ich muss ja jetzt weg. Aber sagst du noch Tschüss? Ja, ich sag noch Tschüss und dann sage ich, ich müsste dich, sie sollen sich uns entschuldigen, weil ich müsste dich noch kurz sprechen. Ja, super. Ich muss jetzt leider weg. Ich habe jetzt noch einen dringenden Termin. Oh. Und ich wollte mich gerne verabschieden. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt. Wir sind bestimmt wieder bald, ja. Und noch eine Sache habe ich noch. Bitte nicht, nein! Du weißt es ja, wir haben jetzt beschlossen. Ach, aber die Mama wollte gerade los, wollte, aber geht das schnell? Du weißt ja, bist meine Traumfrau. Willst du meine Frau werden? Und das quasi die Frage geht auch an deine Mutter, weil sie muss das ja auch. Da muss ich mich erst mal setzen. Ich muss mich auch setzen. Ich möchte mich auch setzen. Ja, was soll ich denn da jetzt? Aber nee, aber guck mal, soll ich das mit dem Heiraten jetzt? Wenn sie jetzt schon da ist, dann. Also. Ja, so. Und die Hand. Was denn? Genau. So, ich meine, du oder sie hast mich ja jetzt gerade erst kennengelernt. Meine Eltern. Was kommt denn jetzt? Oh Gott. Nee. Darf ich deine Tochter zur Frau nehmen? Was willst du das? Oh, ja, ja. Oh nein. Oh, aber ist das okay für dich? Ja? Also am Ende müsst ihr es wissen. Aber das ist wirklich voll wenn süß. Wenn sie denn dann will, ja, ne? Sieht so aus. Ja, ja. Natürlich. Ja. Ja, oder? Was sagt deine Mutter denn? Ja. Mama auch? Mama hat ja gesagt. Ja. Schön. Ach, wie schön. Das ist ja, da haben wir doch einiges. Wunder. Schön. Aber da müssen wir einen Termin machen mit deinem Vater. Ja. Das müssen wir doch betrinken. Ja. Hallo. Wie ihr regelt das jetzt? Ich musste dich kurz sprechen. Ja, ja. Und ja, wunderbar. Bis demnächst. Ach, das ist ja, bis bald. Pass auf, komm mal kurz mit. Wir müssen dich erlösen. Wir drehen mit versteckter Kamera. Wir verstehen Sie Spaß. Ach, du bist so süß.
ganz toll, ganz toll. Mega gut, mega gut. Oh, du tatest mir zwischen nicht so leid. Ja, wirklich? Ja! Wir wollten dich fragen, verstehst du Spaß? Ja, das war gut. Mama, warte mal kurz. Ja. Pass auf, wir drehen mit versteckter Kamera. Die Scheiße. Pass auf, nein, das ist nicht scheiße. Ich hab jetzt hier so richtig gelogen. Das ist so sein Vater. Als Schwiegermutter taug ich, oder? Mega. Oh. Der Hammer. Ja, danke schön, ebenso. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Ja, ey, wir dachten so, oh, die Arme. Als ich auf Toilette gegangen bin, haben wir gesagt, oh, die ist so richtig in der Betreuung.